Ja, Louis, hier ist der Matthias vom Cyberblock. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal ein Video machen kann, ohne dass jemand vorbeikommt, schellt, mein Telefon klingelt, der Nachbar seinen Subwoofer ausprobiert oder der andere Nachbar eine Arie abspielt von Platte und ich mal 10 Minuten Video machen kann. Ich habe hier das Toshiba AC100. Das Besondere daran ist die System-on-a-Chip-Architektur darin sozusagen. Und zwar ist das eine A9 CPU im Bundle mit einer Nvidia GeForce Grafikeinheit. Das ist halt zusammen auf einem Chip, deswegen System-on-a-Chip-Architektur. Ja, das Ganze ist 10 Zoll groß, hat 1024x600 auflösenden Bildschirm und vor allen Dingen Android drauf, dieses Google-Betriebssystem, das jetzt in dem Fall aber von Toshiba kommt und dementsprechend einige Google-Funktionen vermissen lässt, aber da wollen wir mal jetzt nicht drauf eingehen. Ich wollte das jetzt beim Erststart einmal zeigen. Okay, wie dem auch sei, wichtig ist mir in dem Fall das Android-System, das ich noch nicht gesehen habe, so wirklich hier wohl in Version 2.1. Dann legen wir einfach mal los zu den technischen Feinheiten. Kann ich euch noch was sagen gleich, wenn das Ding dann läuft. Ich hoffe, dass man alles so sieht. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten in letzter Zeit mit den Videos, dass das unscharf war. Deswegen achte ich lieber kurz eben drauf. So, dann wollen wir mal schauen, ob man den Start dann auch mitbekommt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn einschalte, wie gesagt. Da scheint so ein dunkelblauer Hintergrund auf. Und Toshiba begegnet uns mit seinem Namen. Okay. Unten rechts in der Ecke steht noch das Nvidia Tegra-Zeichen. Und ich denke, das sollte jetzt einfach losgehen mit der Systemeinrichtung. Ah ja, Android. Wie ich gelesen habe, soll das auch recht schnell sein. Von daher sollte ich mich kurz fassen und was sagen zu dem System. Und zwar, ja, ist das das erste Tegra-System. Es gibt mittlerweile schon ein Tegra 2. Und das ist eben eine wohl etwas andere Kombination. Das erzähle ich euch dann, wenn ich mich damit genau befasse. Wie dem auch sei, wollte ich das Tegra 1-System hier trotzdem ausprobieren. Womöglich nicht für jeden Kunden so toll ist die Bestückung mit einer 8 GB Systemplatte. Und in dem Fall hier habe ich das System mit der 8 GB System MMC. Es gibt auch noch das günstigere 199 Euro Modell. Bringt eine 8 GB SSD mit, die ein bisschen schneller sein dürfte. Dafür habe ich hier in dem Modell für 249 das UMTS-Modul schon eingebaut. Darüber hinaus haben wir noch einen HDMI-Ausgang, einen Mini-USB-Anschluss, einen USB-Anschluss, Netzanschluss, keinen normalen Netzwerkanschluss, aber WLAN und kein Bluetooth, aber eine SD, einen SD-Kartenleser. Okay, hier sieht man schon, geht das erste Stromspar-Feature los. Dann wollen wir schauen, was auch lesen kann hier. Okay, ich soll jetzt also das System einrichten, das will ich natürlich auch tun. Natürlich brauche ich nicht Englisch, sondern besser Deutsch. Ich denke, ich gehe das mal eben durch und schalte euch wieder zu, wenn es dann was Interessanteres zu sehen gibt. Jo, okay, jetzt muss ich hier noch die Lizenzvereinbarung abhaken, durchlesen und dann wird der Installationsvorgang hier abgeschlossen und ich denke danach vielleicht nochmal neu gestartet, wenn man das so kennt von den Systemeinrichtungen. Ja, was kann ich noch sagen zu dem System? HDMI-Ausgang ist insofern ganz interessant, dass es wahrscheinlich in der Lage ist, hochauflösende Videos wiederzugeben. Es gibt ein Softwarepaket von Toshiba dabei, um die fehlenden Google-Tools zu ersetzen. Unter anderem auch ein YouTube-Tool. Da bin ich auch gespannt drauf, ob das so funktioniert. Ja, für ein 10-Zoll-Gerät hier besonders leicht, der Tegra bzw. der AC100. Übrigens auch als Dynabook bekannt, Dynabook. Dann allerdings nicht von Toshiba. Ja, trotz des geringen Gewichts, da kommt auch schon die Oberfläche von Android, soll er halt sehr lange laufen. 8 Stunden, 9 Stunden. Und das trotz eines Akkus mit nur 25 Wattstunden. Ja, es gibt so eine Art E-Mail-Notification-Rave, hat Steve gesagt. Das heißt, wenn man eine E-Mail bekommt, dann wird man eigentlich direkt benachrichtigt. Und zwar mit einer LED am Gehäuse. Aber das sind Feinheiten des Systems. Das könnt ihr euch gerne in meinem Blogbeitrag durchlesen. Da gehe ich dann jeweils nochmal drauf ein. Was kann man spontan hier machen? Man kann hier oben
Nochmal WLAN erkennen. Was zeigt er mir? Kein Dienst, keine Benachrichtigung. Das sagt mir erstmal gar nichts. Und da hoffen wir mal, dass das nicht so weitergeht. Wenn man rechts draufklickt, kommt hier unten diese Leiste raus mit Hinzufügen, Hintergrund suchen, Benachrichtigung, also eine Systemleiste. Einstellungen auch unter anderem. Ja, das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, offensichtlich. Das kenne ich nämlich noch nicht so. Und dann gebe ich meinen Senf dazu. Also sieht ganz gut aus, die Uhr hier, das finde ich ganz nett. Das kann man sicher offensichtlich verschieben. Hier kann man nochmal, ja, Documents to go aufrufen, dass man auch eine Office Suite hat, die hoffentlich auch kompatibel ist mit den Microsoft-Geschichten. Darum geht es ja häufig. Der Home-Button bringt einen immer wieder zurück zu dieser Geschichte, zu dem Desktop. Und hier kann man wohl direkt loslegen und da geht der Browser auf. Ja, insgesamt sieht es recht einfach aus. Hier haben wir Opera Mobile drauf, das in der Lage sein soll, auch Flash-Videos wiederzugeben. Und hier unten Möglichkeit E-Mail, Dokumente, andere Programme, Musik, Kamera etc. aufzurufen. Und wenn man das hier nochmal zur Seite wischt, so wie es wohl am Telefon mal vorgesehen war, dann kann man das Ganze auch noch verschieben. Weitere Widgets hier unten zufügen. Unten links, das mag man jetzt nicht sehen. Lesezeichen anlegen und Einstellungen durchgehen. Ja, hier ist einiges an Programmen aufgelistet, da kann ich eine Menge ausprobieren. Da ist sogar noch mehr, wenn man da drauf klickt. Und so weiter und so fort. Und es gibt dazu wohl auch noch die Möglichkeit, sich entsprechende zusätzliche Programme runterzuladen. Einer der vielen schönen Vorteile von Linux-Betriebssystemen. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz hier die Android-Oberflächen vorstellen. Und zwar hat auch das Google-Betriebssystem hier mehrere Desktops, die vorbereitet sind für jeweils entsprechende Funktionen. Hier ist ein ganz normaler Desktop, wo man halt entsprechend bestückt, nur mit diesem Fragezeichen der Uhr, dem Opera Mobile und einer Google-Suche und hier unten natürlich der zusätzlichen Programmleiste. Eben wie gesagt, um alles machen zu können. Und hier oben sind fünf so kleine Punkte und die eben zu den jeweiligen Desktops führen, die entsprechend vorbereitet sind. Der erste nach links ist Kamangi Market, sonst ist hier gar nichts. Da kann man halt entsprechende weitere Software kaufen. Also ganz links ist nur ein Textfeld, um ein paar Notizen zu hinterlassen. Auch ganz nett. In der Mitte, wie gesagt, wieder zurück zu dem normalen Hauptdesktop. Der erste rechts daneben, wie gesagt, insgesamt jetzt fünf, ist hier so eine Art Multimedia-Desktop. Ganz nett, kann man eine Playlist anlegen. Amazon MP3 ist offensichtlich direkt per Kreditkarte oder sowas beziehen und bezahlen. Und ganz rechts nochmal der letzte Desktop ist hier sowas wie der Social Networking Desktop mit entsprechend Facebook, Twitter, Apps und E-Mail-Geschichten. Also sehr aufgeräumt, gefällt mir gut. Und wie gesagt, dazu in der Mitte die Oberfläche, von der man halt aus auch einfach alles machen kann und Einstellungen vornehmen etc. Nett. Ja, wie gesagt, mal schauen, ob ich mit dem Android klarkomme. Prinzipiell finde ich das System von der Art her sehr gut, sehr interessant. Es muss nur dann auch das erfüllen, was es verspricht. Und genau das werde ich jetzt mal testen. Da könnt ihr euch ja dann auf dem cyberblog.de wieder auf dem Laufenden halten. Danke und bis dahin. Tschüss, der Matthias.